42 Minuten, sind wir dumm. Und theoretisch können wir jetzt anfangen. Action for free. Das ist eine Begrüßung, wisst ihr? Theoretisch können wir jetzt anfangen. Können wir gleich so drin lassen. Komm, lass mal drin, scheiß drauf. Ja, hallo Männer! Was geht ab? Ich habe mir heute mal Verstärkung geholt. Und zwar den Römer. AK David Mensch. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja auch diesmal, David, deinen Kanal zu verlinken. Denkst du, es schaffst? Macht wenig Sinn. Ist ja nicht so viel Aktivität. Ich vergesse es eh oder so. Naja, egal. Also, bitte. Das war schon frech jetzt, ne? Ja, warum sind wir heute hier, wissen wir selber nicht, ne? Schön. Machen wir noch? Wir könnten eigentlich noch so ein bisschen Zeit verstreichen, irgendwas so Trash-Talk. Das muss ich natürlich rausschneiden. Ich wechsle jetzt auf den Browser. So, und zwar, das wirkliche Thema heute ist mal, wie finde ich meine Videos? Ne? Und zwar, ich hatte da schon ein, zwei Videos dazu gemacht. Und ja, ich will jetzt mit euch und mit dem David zusammen das einfach mal nochmal überprüfen. Und dazu... Ja, da habe ich gleich mal eine Frage. Wie sieht es denn aus mit der Rechtschreibung? Beim Browser eingeben. Spielt das eine große Rolle, ob man Rechtschreibe technisch richtig schreibt oder groß-klein oder. Nö. Was sagst du dazu? Nö. Spielt keine Rolle. Okay. Na, pass auf, okay, das wären. Na, Moment. Da tun wir jetzt einfach mal, um das mal zu überprüfen. Ach, keine Ahnung. Klick. Ich nehme jetzt einfach mal im Munde irgendein Video hier von ihm. Nehmen wir mal das. Ich habe jetzt auch einen Support. Oh nein. So, jetzt haben wir ja das. Also wir nehmen jetzt mal zum Vergleich von Monda halt ihren Titel. Gehen mal in Google, geben den ein. Natürlich kommt sofort das Video. Und jetzt zu der Frage Rechtschreibung. Ja, keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt verändern, David? Hast du irgendwas Bestimmtes gemeint oder... Ja, bei, zum Beispiel bei Kompletter, das Doppel-T, da nimmst du ein T weg. Ein T weg, okay. Ja, und bei aus, was steht da? Ausrasten? Ausraster. Ja. Komm, dann machen wir mal A und S noch weg. Ja, zum Beispiel. Und bei Montana Black. Guck mal, wir sind so dumm, wir schreiben Spontana Black. Wir sind ja dumm. So. Und das S würde ich noch ganz gerne klein haben vorne. Vorne? Wo? Hier? Nee, bei Spontana. Ja. Die kleine Großschreibung ist eben auch eine Frage, das weiß ich eben nicht genau, deswegen frage ich dich. Also hier haben wir das Video. Ja. Und jetzt zoomen wir mal neu. Ja. Wir können jetzt auch mal hier, nehmen wir mal ein Wort weg. Ja, alles klar. Das ist natürlich ja, Zufall, ne? Ja. Vorführeffekt ist natürlich klar. So, danke, David, das war auf jeden Fall gut. Hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Und jetzt tun wir mal zum Vergleich. Ja, und zwar jetzt probieren wir doch dasselbe mal spaßenshalber mit meinem Video, was schon 3 Monate online ist. Hier unten seht ihr das, 400 Aufrufe. Ja, moin, 45 Likes. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Und ja, jetzt nehmen wir einfach mal hier den Titel. Also ich nehme jetzt noch ein Stück vom Titel. Aber ihr habt es ja gesehen, also bei Monte und so geht's, ne? So, und jetzt geben wir das mal hier bei Google ein. Ihr seht, ich hab's auch schon mal. Ja moin, Ladeschlussplanung Fortnite. Ja moin. Haben die noch viel Fortnite-Batterien oder was? So, guck mal hier. Also das jetzt Google, ne? Nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen, wir gehen jetzt ein paar Suchmaschinen durch. Und wie ihr seht, David, was siehst du? Ich sehe nichts. Natürlich wird jetzt noch der ein oder andere absolut systemstreue Sklave sagen, du musst ja bei Videos gucken, du dummes Schwein. Mhm. Komischerweise bei Monte muss ich nicht auf Videos und genau und la, ne? Da geht's, gibt's irgendeinen Müll ein, fertig, Monte. Ne? So, also Google, fuck you.
So, dann haben wir die nächste Suchmaschine. Oder willst du noch was dazu loswerden, David? Warte mal, ich mach dich mal kurz groß. Was sagst denn du dazu? Wenn du das jetzt hier siehst. Das ist ja schon, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ja mehr oder weniger Pruschen der Großen. Ja, klar. Die Kleinen werden unten gehalten. Ja. Wenn du die Kleinen aber nicht findest, die halt wichtige Sachen mal erzählen und explizit sich klar ausdrücken, dann, ja, weiß ich nicht. Das ist, also ich mag das nicht. Definitiv nicht. Wenn ich irgendwas suche, dann will ich genau 100% Wahrheit hören. Und wenn das nicht funktioniert, wenn ich deinen Titel eingebe und ich finde den nicht bei Google, Google und YouTube, die gehören ja irgendwie zusammen, soweit ich weiß, dann ist das schon, das ist, ich weiß nicht, das ist Bevormundung. Du guckst jetzt das, das und das zeigen wir dir. Das, was du willst, interessiert uns nicht. Du kannst zwar wollen, was du willst, aber nicht denken, was du willst, weißt du? Wir switchen jetzt nochmal auf den Dings. Mir ist jetzt gerade noch die Idee gekommen, jetzt kann es natürlich wieder sein, dass der ein oder andere sagt, ja, du hast ja nur hier vorne die drei Wörter eingegeben. Du musst ja auch bei Batterie und das Datum hinschreiben. Das ist ja, ne? Ja, musst du nicht. Keine Ergebnisse, Leute. Nicht mal ein Ergebnis. Und das ist alles meine Schuld. Ich bin zu dumm zum Eingeben. Es ist kein Shadowban, nein. Ne? Ich spinne, ich bild mir das alles ein. Nichts. Das ist doch... Das kann man sich... Gut. Pass auf, jetzt kann man natürlich... Der nächste wird da jetzt kommen. Ja, tut mir leid, ich muss das jetzt mal so nennen. Einfach der Spackos, Digga. Wenn ihr nicht kapiert, was ich euch zeige in den Videos, Digga. Ich weiß nicht, ob ihr alle ein bisschen an der kalten Wand geschlafen habt. Ne? Ist nicht böse gemeint, Digga. So, gehen wir weiter. Duck, duck, go. Das ist ja so, ich sag jetzt mal, die meist, oder das ist die, eine der größten, sag ich mal, Ausweichsuchmaschinen, wo viele, ja, auch in unseren Bastlerkreisen und so, die benutzen. Ja, hier, Jungs, weg den Dreck. Das ist genauso schon Müll wie Google, das ist nichts anderes. Zack. 100 Jahre Ladeschlussspannung. Nix. Natürlich jetzt für unsere ganz speziellen Freunde gehen wir nochmal auf Videos. Nö. Nix. Also die Suchmaschinen, die schaffen es nicht, dieses Video auf der Seite hier, auf drei Seiten mein Video anzusetzen. Es ist nicht technisch unmöglich, das zu machen. Gebe ich aber mal da irgendeinen Scheißdreck ein, zack, alles voll. Kann ich alles falsch schreiben, alles egal. Ist natürlich jetzt auch wieder unser Fehler, ne? Weil wir nehmen eine falsche Suchmaschine. Okay, kein Problem, Jungs. Nehmen wir doch einfach mal Bing. Jetzt muss ich aber ehrlich sein, ich mit Bing habe ich es gar nicht probiert. Mal gucken, wie suche ich denn hier? Enter. Ach, ja. Welche Überraschung. Auch die Option, Videos zu gucken? Ja, gibt es hier auch. Gucken wir auch noch. Ich muss jetzt selber auch gucken. Ja, Lash ist dabei. Der erste, glaube ich, ne? Nee, vierte oder fünfte Reihe. Ach, egal. Gehen wir gar nicht. Da ist er. Gehen wir gar nicht drauf ein. Da unten? Nö. Ich muss jetzt selber gucken, Jungs. Oh, hier, guck mal. C-Deck. Ja, ist wichtig. Ja, kurz erklärt, 33.000 Aufrufe, Digga, mit ihrem Schrott. Mal sehen, wann die mich anzeigen bei C-Tech, ne? So, ne, also hier technisch nicht möglich, mit KI und allem, was es 2023 gibt, ist es nicht möglich, mein Video zu finden. David, was sagst du jetzt? Haben wir bei Yahoo, oder? Was sagst du? Ja, die sind ja schon lange dabei, ne? Das kommt ja aus Amerika, soweit ich weiß, ne? So, dann gucken wir mal Yahoo. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade mit David gesagt, komm, wir suchen noch ein paar andere Suchmaschinen raus. Und es hieß wieder, wir haben ja nur bei Google, bei der größten Suchmaschine der Welt gesucht. Da kann man doch nicht davon ausgehen, dass man irgendwas findet.
Da auf alle Fälle nicht. Sag mal, seid ihr alle behindert oder was? Was ist denn das für eine Suchmaschine, Digga? So, Yahoo, ich habe selber nicht getestet. Kann sein, dass jetzt Yahoo mein Video findet. Ich hoffe's. Ja. Hm. Ja. Da oben auch nochmal auf Videos, bitte. Ich würde nochmal eine Seite weiter, ansonsten schreit. Okay, nix. Gehen wir auf Videos. Ach komm, Yahoo, Mensch. Ja, und die Hackfresse kommt wieder, Alter. Ich könnte kotzen. Was ist denn das, Alter? Das bild ich mir alles ein, ne? Alles Einbildung. Hab ich das Wort falsch geschrieben? Was denn diesmal falsch? Hab ich hier irgendein Geheimzeichen eingefügt, was die Suche verhindert? Aber bei Monte geht's, ne? So, hier, wieder nicht. Was ist hier los, Jungs? Ich hab kein Shadowban, ne? Der Action bildet sich das alles ein, ne? Ja. Wisst ihr was? Verpisst euch. Schaltet wieder RTL ein, geht wieder in eure Blase, in das Drecksystem, Alter, und leckt mich am Arsch. So eine gequirlte Scheiße, Alter. Sag mal, Frank, für wen Shadowban? Was ist, gibt's da auch ein deutsches Wort für? Hurensystem. Hurensystem. Ganz einfach. Nee, Shadowban, was bedeutet das eigentlich? Ja, das bedeutet, das ist ein Bann, den ihr nicht mitkriegen sollt. Also Shadow heißt Schatten. Ja. Schattenbann. Also Bann ist ja gebannt, verstoßen. So, ein Schattenbann bedeutet, dass eben, ja, zum Teil auch Zuschauer, ihr könnt das auch unter dem Video, das kann ich ja hier nochmal verlinken und einblenden, in den Kommentaren lesen, dass es eben 50-50 ist. Also 50% der Zuschauer bestätigen, was ich sage. Die können sagen, ja, ich finde deine Videos auch nicht, keine Ahnung, ganz komisch. Und 50% sagt, vielleicht ist es 60-40, weiß ich jetzt nicht, ich habe das nicht ausgewertet. Sagen, ja, nö, du hast recht, ich finde es nicht. So, und das ist der Shadowban. Ne, die Hälfte findet es nicht und die andere Hälfte, denen wird es gezeigt, damit die den anderen sagen können, der hat ja gar keinen Shadowban, ich finde es doch. Ja, aber wenn keine Suchmaschine der Welt mein Zeug findet, Leute, das muss doch mal jedem klar werden. Ist denn das so kompliziert? Dann werden die Leute ja mehr oder weniger auch gespalten. Und ja, na klar. Ja, natürlich, teile und herrsche. Natürlich. Damit meine Community sich selber zerfickt. Deswegen habe ich ja das Video gemacht, 50-50, dass ihr euch nicht streitet. Weil genau das wollen die. Okay. So, gehen wir weiter. Wir haben ja noch ask.com. Also wir haben die 10 beliebtesten Suchmaschinen halt rausgesucht. Ne? Wie gesagt, habe ich selber jetzt nicht getestet. Vielleicht schafft es ja ask.com. Das lädt schon mal länger. Was ist eine Schokoladendelis? Was ist, wie heißt das Delis? Ich bin zu dumm. Schokoladendelis. Was ist das? Weiß es nicht. So ein komischer Begriff. Tertiärabschluss. Vorstandsbeschluss. Was ist Erdschluss? Gibt hier auch keine Videooption. Keine Ahnung, aber ich kenne mich mit ask.com nicht aus. Wir geben jetzt fernhalber mal noch die zweite Seite. Aber wieso haben die hier keinen Video-Button? Verstehe ich gar nicht. Ich benutze die Suchmaschine aber auch nicht. Ich gehe nochmal 2 Seiten zurück zum Anfang. Zum Anfang? Ja. Was, zu der Seite oder? Ja, genau, zur Hauptseite. Ah, okay, okay. Nö. Kann man auch nicht. Na gut, hier. Ja, aber Leute, ich tue sie 3 Stunden hier einstellen und genau irgend noch welche kryptischen Symbole eingeben, dass ich meine Videos finde. Digga, was ist denn da los? So, und jetzt haben wir noch hier, wie Ecosia, keine Ahnung, ich bin Englisch nicht so gut, Leute. Das ist auf jeden Fall hier eine, die mit den Baumpflanzen, die kennt eh auch der eine oder andere. Das sagt bestimmt, oh, das ist voll gut und ah, das Mensch, die sind auf unserer Seite, die Pflanzenbäume, das hast du nicht gesehen. Hier, Alter. Was ist denn hier los, Digga? Das kann doch nicht wahr sein, Leute. David, was hab ich falsch gemacht? Geh noch mal auf Videos hier, dann nix. Nein, wir sind fair, gehen auf Seite 2. Aber irgendwo.
Also, dass die Zensur so weit ist, ne? Ist ja keine Zensur. Nö, ist doch nicht. Das ist ja keine Zensur. Das ist ja einfach gekonntes Weglassen. Und wer ist hier wieder? Ja, natürlich. Ich krieg doch die Kotze. Guckt das euch an hier, Leute. Guck mal. Hier ist er wieder. Aber wenn ich andere Videos finden darf, aber deins nicht, ist das nicht keine Zensur? Also für mich ist das schon Zensur. Na, jetzt pass auf. Na, jetzt habe ich euch ja gesagt, dass Thailand herrsche und bla bla bla. Also muss es ja eine Möglichkeit geben. Die müssen sich ja irgendwie rausreden können, die Lümmel, ne? So, ja, und ich habe zumindest meine neue Suchmaschine. So, und ja, wie gesagt, also es gibt dann auch eine Suchmaschine, die jetzt meine neue Suchmaschine macht. Für die mache ich auch in Zukunft Werbung, weil... Warte mal, ich glaube auf Videos, oder? Ey, jetzt lass mich nicht im Stich. Ah! Gott sei Dank. Startpage, ich liebe euch! Ihr seid die Suchmaschine, tipptopp, Jungs, absolut spitze. Alle anderen haben kläglich versagt. Ne? Also, falls ihr zumindest meine Videos finden wollt, falls ihr mal eins von meinen Videos sucht, müsst ihr Startpage benutzen. Roll doch mal bitte runter, dass wir auch sehen, wie welche Videos dann noch. Komm, ich habe gerade so gute Laune gehabt. Willst du jetzt wieder, dass der Lesch hier gezeigt wird? Du willst das, ne? Nein, aber. Da rast du schon komplett aus. Wir haben bei den anderen Seiten auch runtergescrollt und geguckt. Also können wir. Okay, was willst du jetzt noch gucken, mein Bier? Oh. Batterien sind scheiße. Startpage! Guck mal. Oh! Da jetzt bin ich. Jetzt habt ihr mich, Digga. Ihr habt ja noch ein Video. Das ist so schön. Zwei! Nein, ist überhaupt gar nicht der Titel, Digga. Oh, das ist schön, Digga. Das ist schön. Das ist doch. Ich meine, gut, mehr Suche kommt jetzt nicht. Aber. Oder? Geht noch weiter? Wir klicken mal drauf. Doch, es geht noch weiter. Oh nein, Liebe. Der Bob wird auch gezeigt. Ja. Chaos Andy hat auch was mit mir zu tun. Also, oder hatte, besser gesagt. Der eine oder andere kennt ihn ja noch. Also, ich muss sagen, Jungs, es sind zwei Videos von mir drin und ein paar Bekannte, sage ich wenigstens mal. Das finde ich gut. Also, Leute, bei Bilder zeigen sie mein Thumbnail auch. Nee, gut, das muss aber jetzt nicht. Aber hier sehen wir es mal. Dass die ganzen großen Suchmaschinen alles das, was meistens benutzt wird. Ich bin ehrlich, ich habe es ja bei mir in den Videos auch immer gesehen. Ich habe immer DuckDuckGo Werbung gemacht, ne, habe gegen Google gehetzt. Ja, die Hetze, ne, die, ja, ich sag schon selber Hetze, ne, warte mal, ich mach dich mal groß. Ich sag selber schon Hetze, wobei, es ist ja einfach nur die Wahrheit. Es ist ja gar keine Hetze. Es ist ja einfach nur die Wahrheit, ne. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall mal an Startpage. Props gehen raus. Hier, ne, das ist, also kann ich jedem nur empfehlen, installiert es bei eurem Browser, Handy etc. Ihr findet dann, und vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, wo ist denn hier der ganze Werbungstreck von Google und der ganze Müll? Wo ist denn das? Ne, Jungs? Warte, egal. Ja, David, hast du noch was Abschließendes oder wollen wir noch ein bisschen drüber quatschen? Ja, also das Problem ist, mein erster Gedanke sagt, okay, ich bin es eben gewohnt, bei Google zu suchen und ich werde es auch weitermachen, warum soll ich mich verändern? Mhm. Das beste Beispiel hast du natürlich jetzt geliefert, dass wir auch andere Suchmaschinen benutzen, aber selbst alle anderen machen es auch. Als wenn die alle abhängig sind oder weiß was ich, als wenn die verknüpft sind. So, und wenn wir jetzt eine Außenseite, ich sage jetzt mal Außenseite dazu, die Startpage-Seite nehmen, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, auch andere Ergebnisse zu finden. Mhm. Und nicht das Propagierte und was Hochgehypte und was. Ja. Also viele Möglichkeiten, viele benutzen und dann mit sehr Wahrscheinlichkeit Startpage immer als zweite Wahl nehmen. Wenn man irgendwas nicht findet, dann spart man sich sehr wahrscheinlich Zeit und man findet auch was. Ja, das Problem ist halt, wenn, also die Faulheit wird auf jeden Fall bestraft. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel, also wenn ihr jetzt, es geht natürlich wieder Verschwörung, ne, wenn ihr auf eurem Handy eben mit Google oder eben diesen Verbrechern arbeitet,
dann braucht ihr euch nicht wundern, ne, dass ihr eben, ich sage jetzt mal, ihr gebt bei Google ein Bleistift oder Kugelschreiber kaufen am Handy und kommt abends am PC oder an irgendein anderes Gerät und zack, Kugelschreiberwerbung. Ja, woran liegt das? Ja, denkt doch mal nach. Das liegt doch da dran. Das will keiner hören. Google ist nicht das Beste. Ihr seht das doch. Ihr findet überhaupt nichts. Ihr findet nur die Propagandascheiße. Lithium und Lash. Ja. Ihr sollt in der Scheißspirale bleiben. Oder wir sollen in der Spirale bleiben. Das ist doch. Ja, ist gut. Sorry. Darf man überhaupt noch rauchen auf YouTube? Weiß ich nicht. Haut's mal in den Chat. Ich weiß es nicht. Hab ich nicht geguckt in die Kommentare, in die Dinger. Also ich finde das schon äußerst krass. Ne? Wobei das Krasseste ist, Jungs, nicht, dass das so ist. Das ist egal. Dass jeden da ein bisschen müsste es irgendwo hinten, wenn er ehrlich ist. Ne? Weißt du, was das Schlimme ist? Lest mal die Kommentare unter meinen ganzen, unter diesen, ne, wo ich den Shadowban zum Beispiel gesagt habe, oder mit der Suchmaschine, lest mal die Kommentare. Lest mal die Kommentare. Als wenn ich ein kompletter Spastiker bin, der nicht lesen und schreiben kann. Immer. Ihr müsst es euch mal durch. Wie gesagt, 50-50, ne? Die sind nicht alle so. Aber das ist halt urig krass, dass die Dokumente so weit drin, wie hieß das hier? Ja, der, irgendwann ist es so weit, dass der Gefangene einen Zellenwärter verteidigt. Guckt unter meine Kommentare, Leute. Und lest das. Die Leute sind fort, die sind weg. Der David hat selber mit mir auch probiert. Ne, David? Ja, du musst Rechtschreibung und da groß und klein, das habe ich ihm dann gezeigt, dass er Unrecht hat. Und das sind ja, ne, ich meine, wer hier jetzt noch, ich sage jetzt mal, schreibt, ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier noch kommen kann. Ich kann mir in den kranken Hirn, ich komme da nicht mehr mit. Was will man hier? Was soll ich noch machen? Mehr kann man es doch nicht zeigen. Und dabei lehne ich mich ja auch schon schön weit aus dem Fenster, ne? Weil ihr habt keine Probleme, ne? Was denkst du, wen die anschreiben? Ob das nur die scheiß C-Tech-Track ist oder irgendwelche anderen Fotzen hier von YouTube oder so. Das ist mir wurscht, Alter. Ich nehme kein Blatt mehr vor den Mund. Ein bisschen schon, weil sonst wäre ich gesperrt. Aber das ist doch eine Frechheit. Wisst ihr? Und wenn dann noch einer schreibt, also ich fordere euch heraus, Leute. Schreibt weiter euren Track in die Kommentare. Ich nehme jeden Kommentar von euch und mache ein Video draus und mache euch einfach über euch lustig. Weil das kann doch nicht mal wahr sein. Seid ihr zu dumm, das zu begreifen? Das muss doch irgendwie mal in euren Schädel rein. Wisst ihr? Und das ist nämlich eine schöne Sache für mich, Leute, oder für euch. Ne? Für mich ist ja eh, ich weiß ja, was ich mache. Aber wisst ihr, wenn er jetzt sagt, ja, der Action, der labert einen Scheiß hier mit PV anklemmen, mit Lithium und dass man Blei nehmen soll. Und, ah ja, der ist doch blöd, der erzählt doch Müll. Habt ihr doch bei der Suchmaschine auch gesagt. Genau dasselbe habt ihr doch auch gesagt. Und wir hatten recht. Der seine Hausaufgaben macht, hat recht. Ganz einfach. Frank, und dann ist es noch andersrum noch so. Du hast uns jetzt gezeigt, wie es ist. Das ist ja die Wahrheit, ne? Aber Frank, das ist falsch. So. Wird trotzdem weiter behauptet. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin auf diese dümmlichen, kindlichen, realitätsfernen Kommentare gespannt, Digga. Da machen wir eine schöne Reihe draus, da haben wir schön was zu lachen. Sag ich dir. Wenn es überhaupt so weit geteilt wird, das teilt ja eh keiner. Ne, YouTube macht's nicht. Also die einzige Möglichkeit, die besteht, gegen das zu gewinnen, Leute, seid ihr. Und natürlich auch ich. Ne, und ihr habt ja auch gesehen, dass ich versuche, meine Qualität eben ein bisschen hochzunehmen. Jetzt in dem Video nicht, einfach mal ein bisschen Quatschvideo und so. Aber ich kann nur die Qualität hochnehmen, in der Hoffnung, also die Qualität, auch die Information, halt so gut, wie ich es nur irgendwie machen kann, wirklich steckt da alles rein, dass ich eben niemand auffordern muss, Likes zu geben, sondern dass ihr sagt, das Video ist eben gut, die Infos sind gut und ich gebe ein Like. Und dann kann der Algorithmus nichts machen. Weil irgendwann sagt der Algorithmus, ja, Moment mal, das haben jetzt 100 Leute angeguckt,
20 davon haben einen Kommentar geschrieben, 30 ein Like gegeben vielleicht, einfach mal so eine Hausnummer. Und dann wird das einfach positiv gerankt. Und dann kommt Folgendes. Die Dummheit, die eins gesehen wird, fickt sich selber. Weil, dann denken die, na Moment mal, mit dem Video kann man Geld verdienen. Zack, Shadowban weg. Und dann wärst du gepusht. Was, weißt du? Aber den Sprung, ich meine, ich will es ehrlich gesagt nicht haben. Ich habe das schon immer gesagt. Ne? Ich habe seit über 5 Jahren, warte ich darauf, dass eben mal jemand dieses Ladeschlussspannungsvideo, da habe ich drauf gewartet, den Vergleich mit dem Lithium, diese ganze Verarsche. Ne? Ich habe so viele Sachen, kleine Sachen gezeigt oder auch großen YouTubern geschickt. Ich habe euch aufgefordert, das großen YouTubern zu schicken, euren Technik, bla und diese alle, Ivi, Lügenblock und die ganzen Dreck, das sind alles Lügen. Genau wie der Mist hier, die sind alle bezahlt, Digga. Ne? Und die Leute verstehen das einfach nicht. Die wollen es nicht wahrhaben. Die wollen in der Lügenblase leben bleiben, ne? Grüße gehen raus an Ivy Block. Back EMF ist böse und tödlich, ne? David! Ja. Naja, ich denke, mehr brauchen wir erstmal jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ich denke, das ist natürlich nur ein Systemfehler, ne? Das ist jetzt nur bei uns zwei so, David, ne, bei allen anderen. Ich vermute auch mal, ich weiß es nicht, ne? Ich hatte das schon oft. Die haben ja zum Beispiel bei Wikipedia den Artikel geändert, vom das, der Automotor, die Lüge, ne? Das haben sie ja geändert. Und das ist ja definitiv wegen meinen Videos, Digga. Jetzt ist die Frage, wie lange dauert das jetzt, damit die das in den Suchmaschinen jetzt reinbringen? Damit ihr dann das eingebt und sagt, Action, der spinnt. Da hat das Video hier gefaked, dazu mal. Also wenn ihr habt die Chance, das zu überprüfen jetzt, habt ich weiß nicht, wie lange. Das Video kommt online und dann läuft die Zeit, ja. Und ich sag dir, in einem Jahr oder irgendwie oder in 3 Monaten oder was, wirst du dann das Video auch in den anderen Suchmaschinen finden, weil ich das Video gemacht habe. Dann müssen sie es mit reinnehmen. Weil es würde ja jeder, der es dann überprüft, sagen, warte mal, was ist denn hier los? Ne? Ich weiß, also ich prophezei das jetzt mal, ich bin mal gespannt. Ja. Es kann natürlich aber auch so sein, das haben wir auch in vielen Fällen, dass es einfach egal ist. Der Müll ist so stark und überwiegt das Internet, dass es einfach denen egal ist. Denke. Das interessiert einfach niemand mehr. Ne? Und die, selbst wir jetzt, ich rede jetzt mal von meiner Community, ja, wir haben halt nicht die Größe, um irgendwas. Ne? Wir sind. Ja. Wie gesagt, ich habe da auch kein Problem damit. Ich will ja nicht hier klickgeil. Ich verdiene sowieso nicht mit einem YouTube-Kanal. Ne? Also, aber warum hat es 5 Jahre gedauert, dass keiner das macht, bla bla bla, und die ganze Lithium-Scheißdreck, ne? Viele meiner, wo ich gesagt habe, das sind meine Kollegen auf YouTube. Ich habe so einen Hals auf euch, Leute. Ne? Das Einzige, warum ich euch noch nicht zerfickt habe, ist, weil ich irgendwo ein bisschen Respekt vor euch habe. Aber den verliert er immer mehr. Ne? Und die Lithium-Zerstörung, wenn danach von gewissen YouTubern immer noch so eine Scheiße kommt, Digga, ja, dann muss ich's machen. Da müssen wir einen Stecker ziehen, Digga. Da geht's nicht anders. Aber denkt doch mal nach, Leute. Muss denn das sein? Weil es kann einfach nicht sein, dass hier Leute unterwegs sind, die keine Ahnung, bis 10, 100.000 Klicks haben, Digga, und komplett den Dünnschiss labern, was sie von den Firmen, die sie abziehen wollen, als Werbeversprechen gekriegt haben. Es wird nicht mit Daten gearbeitet, mit Datenblättern, nein, mit Werbeversprechen. Gehst so ein Hals, Alter. Ne, dann findest du hier meine Videos nicht, da kannst du auch durchdrehen. Und dann, als i-Tüpfelchen, kommt da noch irgend so ein Hurensohn und schreibt, ja, Action, du bist so doof, zum einen, du hast eine Rechtschreibung nicht recht. Ja, das ist die Wahrheit, Digga. Ne, keine Ahnung. Ne? Schön in der Lügenblase, 24. kommt der Coca-Cola-Mann, ne? Ist einfach alles gut, ne? Naja, ich denke mal, haben wir ausgekotzt. Ihr seht, wir sind emotional komplett am Boden zerstört, ne? Ja, ich brauch jetzt einen Psychologen. Ja, Mann, na, ich denke, viele kapieren das auch nicht. Die denken dann, dass es mich emotional oder was. Ja, Leute, ich weiß es noch. Denkt ihr eigentlich irgendwie mal nach? Wisst ihr? Guck mal, wenn keiner das Video jetzt hier sieht, was denkst du, was mich das interessiert? Ich krieg kein Geld, nichts. Und? Das ändert für mich nichts. Null.
Ich will ja nur, sagen wir mal so, ich wollte am Anfang allen helfen, war so ein Trottel, ne? Dieses Gutmenschen-Dings, das hatte ich ja auch. Aber das habe ich schon mittlerweile gelernt, das kannst du vergessen. Und ein gutes Beispiel ist aber hier wieder David. Ne? David hat vieles von dem, was ich gesagt habe, sich angehört oder auch die Videos und hat das auch verstanden und hat das umgesetzt. Weißt du? Und das ist der Grund, warum ich Videos mache, Jungs. Ganz einfach. Weil es gibt von, was weiß ich, von 100 Leuten 10% oder so, die eben verstehen, was ich sage. Ne? Und die dann ja, eben... Ja, und Moment. Und Moment, deswegen verstehe ich immer noch nicht alles. Habe ich ja nicht gesagt. Naja, gut. Ich wollte es schon mal gesagt haben. Nö. Ich verstehe schon eine ganze Menge und erklärst mir das so lange, wie ich es brauche. Ne, danke dafür. Aber... Nee, danke, dass du zuhörst, Digga. Weil das Problem ist ja, guck mal, weißt du, wenn du sagst, du machst irgendwas anders oder so und du bist der Einzige, der das so macht, weißt du, da kannst du ja mit keinem mehr unterhalten. So, und mit den Menschen, die, ich nehme jetzt mal, ne, das meine ich mal von uns, nehmen wir mal Roy Kontosch, ne? Roy ist jetzt, der ist nicht jeden Tag hier Hangout oder irgendwas oder so, und er hat trotzdem die Parallelverschaltung gemacht und so, und mich freut das einfach, weil er dadurch mehr Leistung hat und das hat, was auf seinem Mist halt draufsteht und so, weißt du? Und ich habe da nichts davon, Digga. Null. Was soll ich davon haben? Stromverbrauch habe ich davon. Und dass wir zwei hier früh um 9 Uhr unsere Zeit verplempern, weißt du? Wir haben da nicht davon. Ne? Wir wollen nur, ich denke, das will David bestimmt auch, einfach das Gute, was wir entdeckt haben oder was halt vernünftig ist, ne? Dass man das halt auch Menschen weitergibt. Ganz einfach. Mehr nicht. Weißt du? Die Wahrheit, die wir erleben und erfahren, das ist das Wichtigste und das ist das Einzige, was weiterzugeben ist. Sonst, weißt du? Oder also, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ihr könnt selber gucken, ich verdiene ja nichts, ich bin auch nicht bestechlich. Ne? Außer vom David, das ist natürlich klar. Also von euch bin ich bestechlich, okay, das gebe ich zu, aber wenn ja irgend so ein Bastard kommt, Alter, von wegen ich soll jetzt hier Lithium-Propaganda oder selbst Blei-Propaganda, werde ich nicht machen, könnt ihr vergessen, ne? Also liebe Hersteller, geht woanders hin, verpisst euch, wenn ihr zu doof seid, ne, in Widerstand, in eure fucking Datenblätter, mit solchen Stümpern arbeite ich nicht. Grüße gehen raus an Herrn Krupp. Ist so, das sind Stümper mit solchen Leuten. Wenn, da musst du mal früh schön ausgeschlafen sein, mal ein paar Bücher gelesen haben, da können wir mal reden. Aber mit so einem Müll, ne? Das ist doch hier Bitty-Platsch für spastisch Behinderte, ne? Fernsehprogramm. Ich sehe schon wieder einen Kommentar. Da steht doch unter, lieber Frank, ich habe nachgeguckt, bei meiner Bleibatterie wird der Innenwiderstand angegeben. Ja. Was erzählst du da? Du bist ein Hurensohn. Ja. Ganz einfach. Aber such doch mal bitte die Innenwiderstände bei größeren Akkus, die in Hebebühnen oder Gabelstapler. Ja, das habe ich auch schon prophezeit. Das können wir jetzt hier mal gleich mal vorwegnehmen. Nach der Reihe Lithium-Eisenphosphat-Zerstörung werde ich bestimmt 30 Kommentare kriegen. Die gucken mein Video, wissen jetzt genau, was sie eingeben müssen, geben genau das ein, wofür ich 3 Stunden suchen gebraucht habe, und dann schreiben sie drunter uns. Das findest du in 2 Minuten, du Rindvieh. Ja, und dann denken sie noch, sie sind die Schlauen. Ne? Und ich bin dann voll deprimiert, hocke ich immer daheim in meiner Ecke und heule. Ne? Ja. David kennt das, der hat mir Benjamin Blümchen-Taschentücher besorgt. Mhm. Ja. Die Dicken. Die Dicken. Ja. Wir haben letztens zusammengesessen und auch hier wie im Hangout hier uns unterhalten. Ich habe nebenbei nur ein bisschen zugehört. Und während der ganzen Diskussionsrunde, die wir da so hatten, das Gequatsche und das, habe ich nebenbei Internetseiten gesucht nach Bleiakkus in der Größenordnung Hebebühnen oder Golfcars oder weiß was ich, Gabelstapler, und habe versucht, den Innenwiderstand rauszusuchen. Weil es angeblich geht ja nicht. Und was ist passiert? Ich habe gesucht, die eine Seite, die eine Hersteller, den anderen Hersteller, die nächste Seite, Datenblatt ist schon schwierig, aber wenn, die gibt es dann eben noch so ein bisschen, aber im Datenblatt steht so gut wie kein Innenwiderstand. Zyklen stehen nicht drin.
und das auch wenig, ja. So, da frage ich mich doch, kann doch nicht sein. Im Baumarkt gehe ich rein, da kriege ich ein Datenblatt zu meiner 60 Ampere-Stunden Batterie für mein Auto und da steht alles drin. Aber warum in den großen, fetten Dinger nicht? Also, ehrlich gesagt, das ist mir auch ein Rätsel. Ja. Ich weiß es nicht. Also, ich werde den Weihnachtsmann schreiben, ganz einfach. Ne? Also, pass auf. Der wird mir das beantworten. Es gibt eine Erklärung. Grüße gehen raus an Micha, wenn wir jetzt mal dem Gelde folgen. Natürlich ist es Schwachsinn anzunehmen, dass ja irgendeine riesen Verschwörung, bla bla, nee, das ist viel einfacher. Die meisten Staplerzellenhersteller fangen jetzt auch Lithium an herzustellen. So, wer meine Videos guckt, vor allen Dingen Lithium-Eisenphosphat-Zerstörung, wer das gesehen hat, der weiß ja, warum die das machen. Ja, doppelter Umsatz, Digga. Und garantierter Umsatz in 7 Jahren. Nochmal so viel. Ja, natürlich. Das ist gut, das ist toll, da kann sie mehr Kraft geben und weiß der Geier was und so. Ja, aber am Ende kommt raus, ja, jetzt müssen wir unsere Gabelstapler-Akkus aber alle 3 Jahre oder 5 Jahre wechseln und nicht wie sonst alle 12 und 16 Jahre. Ja, da kommt dann eine Sondersendung vom Harald Lesch, dass es jetzt so ist und dann ist das so, sagen, alles ist so, das war schon immer so und jetzt bezahlen wir einfach das Doppelte fertig. Ja. Ne? Ah ja, es hört nicht auf, es hört einfach nicht auf, die machen weiter. Ja, nicht mit uns. Ja. Wir beißen uns fest, wir graben nach, wir überlegen. Ist freiwillig. Ist ja nicht, du musst ja nicht. Ne? Für die Wahrheit mache ich das gerne freiwillig. Du kannst ja mir, also du kannst ja in den Wald gehen. Hinter dich ja keiner dran. Ne? Mhm. Oder an der Arktis, da hast du deine Ruhe, Digga. Dann geht er wenigstens keiner und sagt, wobei, da werden sie dann auch irgendwann hier, da kommt dann so eine Drohne geflogen und bringt ihre Rewe-Werbung oder irgendeinen Scheiß, weißt du? Wir sind mitten im Nichts, weißt du? Naja, also ich bin mal gespannt, was die Leute so sagen werden. Aber guck mal, hier oben, guck mal, da steht sogar nichts zu verbergen. Startpage, gefällt mir. Naja, ich denke, haben wir ein kleines. Haben wir schon das zweite Podcast jetzt, ne? Wir zwei. Ja. Machen wir eine Podcast-Reihe auf David. Ja, hierzu dann nochmal. Heute haben wir den 29.11.23 um 8.48 Uhr. Ja, ich lege da ein bisschen Wert drauf. Weißt, wenn du in 4 Jahren das Ding irgendwann hochlädst, dann sollen die Leute wenigstens wissen, wann wir. Wenn ich wieder gehackt wäre. Naja, nö. Die Leute sollen ruhig wissen, wann wir uns damit beschäftigt haben. Ach so, Leute, wartet mal noch so ein kleiner Ding. Ihr müsst jetzt 5 Leute hacken, nur mal so, ne? Wichser. Mhm. Ja. Noch sagen. Gut. Hammer's. Keine Ahnung, falls euch das ein bisschen oberhalten hat, vielleicht hat es euch auch unterhalten, dann löschen wir natürlich die Reihe. Falls euch es oberhalten hat, können wir ja irgendwie mal noch was, ein Thema dazu machen. Wir könnten natürlich auch mal die ganze PV-Gemeinde aufreisen. Da ist ja auch noch, da ist auch noch einiges. Können wir auch noch viel Spaß haben. Na, grundsätzlich beim Thema haben wir ja immer Erkenntnisse, die wir diskutieren können. Aber das, was in der Zukunft kommt, das können wir eben noch nicht diskutieren. Und deswegen ist es immer Schritt für Schritt, alle 2-3 Jahre irgendeine Entwicklung, irgendeine neue Erkenntnis, die immer wieder dazukommt. Also du PV jetzt nicht so. Also beim RMF reden wir so in der Zukunft schon. Weil die anderen alle noch 1800 klemmen. Oder keine Ahnung, mit der PV-Verschaltung, also. Ja, keine Ahnung, wir überlegen uns noch was. Vielleicht habt ihr ja auch einen Vorschlag. Oder ihr habt eine Frage. Ne, dann macht einfach mal, was weiß ich, Frag Action Hashtag oder Frag David oder Frag Römer. Haut das einfach mal unten rein. Und das, die können wir ja dann so in den nächsten Dingern mal drüber quatschen. Ne? Achso, und wie gesagt, ganz wichtig, schaut mal in die Kommentare, ob David in so einem Ding hier rauchen darf. Das würde alles ein bisschen vereinfachen in Zukunft. Wenn nicht, dann müssen wir dir so eine
so eine Attrappe basteln irgendwie. Wisst ihr, wie beim Alkohol, da musst du noch einwickeln bei Amis. Da darfst du ja trinken. Müssen wir deine Kippe irgendwie einwickeln. Nee, ich muss einfach nur mein Bild dunkel machen hier und mein anderes Bild einklemmen und dann brauche ich und dann ist gut. Dann machen wir wieder so ein Pausenbild. Lecker, lass uns öffnen. Also, schönen Tag euch noch. Lasst knacken. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.